Also nächsten Samstag 14 Uhr habe ich jetzt den Termin. Ja, guck dann nach dem Wärmeleit passt. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Gar nicht. Noch wie? Was ist mit der Kohle? Ja, das wie lange ist die da jetzt drauf? Was? Die Wärmeleitpaste. Seitdem er produziert wurde. Und wann war das? Weiß nicht. 6 Jahre? 5 Jahre? Ja, gut, okay. Ja, ja. Sollte auf jeden Fall neu gemacht werden. Aber ich habe mal meinem alten, meinen davor den, den hatte ich 10 Jahre, da habe ich das auch nie machen lassen. Also eigentlich so einmal im Jahr, sagt man, ne? Ja, sagt man. So weiß ich doch nicht. Ja. 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 Tiny, danke schön für 200 BDIs. Mach was pieseln, Alter. Jawohl, mach das. Wir werden immer die Quellenangabe ausreden lassen. Gute Erziehung genossen. Tiny, danke schön für 200 BDIs. Danke schön. Naja, er trägt sich aber den Arsch raus. So. Zerab. Ach ja. Scheinlich, was mache ich nur mit dir? Es gibt nur noch diese Aufträge. Ey, Kokaninchen, grüß dich. Hallo. Koka. Hallo, Kokaninchen. Das kleine Kokaninchen ist da. Jetzt Kokaninchen, oha, Sunset. Sunny, danke schön. Für deinen Raid mit 5 wunderschönen Menschen. Hallöchen, Sunny. Hallo, Strucki. Klopapier mit Duft. Junge. Verano Moi, grüß dich. Vielen, vielen Dank, Klopapier mit Duft, für dein Follow. Ah, sehr schöner Name. Das gefällt mir persönlich sehr stark. Ein sehr starker Name auf jeden Fall. Wie geht es dir? Ah, es geht so. Ein bisschen, aber man lebt, ne? User 411798. Dankeschön für die Likes. Was gab's denn bei euch Schönes? Dead by Daylight. Ach, gucke mal, Shiny. Also. Aldi, Baba und die 40 Angebote. Junge, diese Namen bei Twitch manchmal. Ali, Baba und die 40 Angebote. Da ist er wieder. Ja, Baby. Was ist hier los? Hallo, warte mal. Oh, danke, Meta. Italien, Mann. Ich für ein Dings hier, für ein Red. Ach, da oben auch, oh Gott. Ja, wie war das Stream, Junge? Hast du deine Snack-Schadflasche? Na, natürlich ist sie alle, User. Ich hab die natürlich schon aufgegessen. Oh. Shiny, Dankeschön für 35. Dankeschön. Und grüß euch, ihr Lieben. Hallo Alibaba und die 40 Angebote. So, was, hä? Wo bin ich denn hier? Oh, was hat er denn gespielt? Was hat er denn gespielt? Ja, aber das ist ja die Frage. Was hat er denn gespielt? Ja, das fragt man sich dann immer, ne? Ja. Was er gespielt hat. Ja. Ich
Du auch nicht. Exit 8 ist halt speziell. Oh, das habe ich schon mal gehört. Böser Flo. Warum böser Flo? Chris. Was ist jetzt schon wieder los? Exit 8. Doch Eggy vorhin. Dead End oder was ist das? Bei mir stand das drin. Was soll ich machen? Das hier, Chris? Oder was? Bei mir stand das drin. Ach, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, glaube ich. Ist das nicht das, wo diese Viecher in den Wänden hocken und du irgendwie vorbeigehen musst oder so? Vor allen Dingen siehst du, ich sehe doch oben, dass der Titel von da geändert wurde und da steht auch Eggy drin. Ist der Excel 8? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich ziehe jetzt einfach erstmal meine Hose aus, oder? Ja. Ja. Hä? Wieso gibt's das denn nicht? Ich habe extra zweimal geguckt, vorhin das Eggy drin steht im Titel. Und oh. Und stand ja auch drin. Was denn? Weil Chris meinte, dass du bei mir nicht im Streamtitel drin standest. Weiß ich nicht, bei mir steht es ja nicht so. Ja, ja, ich hab's. Ich sehe es auch nicht. Hattest du bei mir auch eigentlich drin vorhin? Hä? Bei mir. Bist du sicher? Gibt's, wo ist das auf Steam? 8. Das heißt nur 8 und japanische. Achso. 8. Chris, wie gesagt, ist egal, wir ziehen uns einfach jetzt erstmal aus. Lass uns nackig machen. Das? Wahrscheinlich das. Das stand bei mir auch so drin. Was soll ich machen, wenn es bei mir so drin steht? Dann kann ich ja nicht sagen, oh, ist falsch. Dann weiß ich ja nicht, dass es nicht richtig ist. La 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 la. Auch wenn ich nicht viel A bin. Du bist heute nicht viel A, aber ein bisschen AA. Nicht viel A, aber ein bisschen AA. AA. Okay, dann gehen wir das nochmal an. Nächstes Mal hole ich dann meine Sachen wieder. Mach ich eh nicht. Wer hat immer Bock, mir eine Massage zu geben, hä? War da Interesse dran irgendwie? Was? Ich habe gefragt, ob jemand Interesse daran hat, mir eine Massage zu geben. Also ich Chris vielleicht? Schwierig. Ich hab auch mal überlegt, ob ich zur Teilmassage gehe, aber. Ja. Kostet auch viel Geld, ne? Und so günstig sind die Scheißdinger nicht. Ja, das stimmt. Bestimmt Kira, nein, bestimmt nicht. Chris, wenig? Nee, ich hab da auch schon mal drüber nachgedacht, oder da sich mit hier diesen heißen Stein bewerfen zu lassen, da. So Hot Stone-Ding da.
Kann ich auch mit heißen Steinen schmeißen. Ich lust mit der heißen Steinen. Nein, nicht, hör auf, aua! Ja, ich schon, aua, aua, aua! Ich hab stehen so, aua, aua. Werfe dich auch gerne mit heißen Stein. Das, da kommt die Wellen wieder raus. Ne? Ja, 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 ja. Das ist voll toll, hatte ich damals in meiner Ausbildung. Was mit Steinbewehr, also hier diese Hotstone. Ja, irgendwie sowas hätte ich mal Lust drauf. Aber ja. Ja. Nee, nichts. Einfach Lust. Fango hatte ich früher. Das hatte ich mal. Diese Fango-Dinger. Aber das ist ja ein bisschen was anderes. Oder so eine schöne, so eine schöne Thai-Massage mit Happy End. Das muss nicht sein. Wo denn die Liege noch ein Loch in der Mitte hat. Und du bist auf einmal die Kuh. Ich weiß, in Braunschweig auch beim Theater hinten gibt es zwei. Eine mit. Also kannst du bei beiden hingehen. Einmal machen das Männer bei dir oder einer Frau. Also nicht das Happy End, sondern Massage. Ja, 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 ja. Und das ist halt übelst voll gut besucht da, ne? Ja, klar, Wolfenbüttel, da ist auch einer, da ist auch immer gut was los. Und da bin ich ja nicht mehr oft. Hinten in Stöckheim ist auch eigentlich auch einer auf der Ecke gewesen. Da steht sogar eine Scheibe dran ohne Happy End. Nein, wirklich? Ja, ich glaube, das stand da, ja. Okay, das lockt natürlich dann auch wieder, weil es witzig ist und wir denken so, auch komm, dann gehen wir mal hin. Geht den beiden bestimmt. Ich würde da erstmal hinfahren und würde da einen Kappa hinterkleben. Ja. Kann aber auch keiner was mit anfangen. Also nicht viele. Nee, nicht viele, das stimmt. Das hier? Achso, was ich fragen wollte, wie lange brauchen deine Akkus zum Laden? Welche? Für die Dampfer? Ja. Kommt drauf an, wie leer sie sind halt. Also wenn sie komplett leer sind? Ja, so leer habe ich sie noch nicht gehabt. Ach so. Aber ich sag mal, wenn ich den auf 30% oder 20% reinpacke, naja, 2 Stunden bestimmt. Ja, dann kommt das hin, ja. Ja. Ich hau die immer komplett leer. Ja, das niedrigste war, glaube ich, 9%. Aber ich tausche die morgens meistens aus, wenn ich zur Arbeit fahre. Ja gut, das macht Sinn, ja, ja. Weil ich fahre dann nicht mit 30% bloß. Nee, das macht das stimmt, ja. Ja, deine zeigt ja auch an, wie viel Prozent drauf sind, ne? Ja. Ja. Was hat 300 Ladezyklen halten die wohl aus? Na gut, das zähle ich jetzt nicht. Nee, nicht? Mit 300 hatte ich im Internet gelesen. Die Akkus? Ja. Wollen wir was neu kaufen, ne? Also 300 Mal kann man sie laden. Ich habe sie zweimal geladen. Boah, Alter, ich hab die schon. Puh, weiß nicht. Oft. Also, das heißt jetzt nicht, dass sie danach Schrott sind, aber die werden. Nee, man merkt es ja dann, denke ich mal, ne? Genau, 80% wird angegeben. Gehen sie denn, haben sie denn noch Leistung? Alter. Ja, und bei dem einen hier ist doch auch das Ding irgendwie explodiert, was ich da erzählt hatte, der Akku. Und das war erstmal war das kein Akku aus Deutschland. Und aha. Dann war das ein Akku, der schon 8 Jahre alt war. Ja. Ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass der irgendwann auch mal explodieren kann. Ja, das ist nicht.
Und auch immer laden, wenn er noch halb voll ist oder nur 80%, denn er was reinstecken, laden. Und auch nie über den Ladedings, sondern immer über die Vape, ne? Alles schlecht. Ja. Ist ja genau wie mit Handys, solltest du ja auch nicht laden, wenn dann noch. Mein Vater haut ja auch immer mit 80% in sein Handy. Sollte man eigentlich nicht so oft machen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da einen anderen Weg hinfinde irgendwie. Was ist denn der letzte Auftrag? Nee, Apokalypse Teil 2 wäre noch.